Das kleine 16-jährige Mädchen ist der Mittelpunkt im Europaparlament. Malala Yousafzai lächelt erst nur zurückhaltend. Doch dann nutzt sie die Gelegenheit, die Abgeordneten für ihre Sache zu begeistern, für den Kampf gegen die Benachteiligung und Unterdrückung von Kindern. Und diese Kinder wollen kein iPhone, eine Xbox, eine PlayStation oder Schokolade. Sie wollen nur ein Buch und einen Stift. Vielen Dank. Die Europaabgeordneten sind überwältigt. Jeder, der das Mädchen eben ja erlebt hat, auch die Rede gehört hat, kann ja nur zutiefst aufgewühlt sein. Ich glaube, wir haben da heute ein Mädchen gesehen, das den Fanatismus der Taliban eher besiegt als Drohnen. Ich bin wieder motiviert und inspiriert durch diese junge, unerschrockene Frau, meine persönliche Heldin, dass ich sie auch in ihrem Anliegen, da wo ich Möglichkeiten habe, politisch Einfluss zu nehmen, unterstütze. Zuvor hatte Malala Yousafzai den Sacharow-Preis für Menschenrechte bekommen. Für ihren Widerstand gegen die Unterdrückung der Mädchen und Frauen im vom Taliban terrorisierten Swat-Tal. Vor einem Jahr hatte die pakistanische Aktivistin auf dem Schulweg einen Mordanschlag der Taliban nur knapp überlebt. Doch sie gibt nicht auf und setzt sich weiter für das Recht auf Bildung ein, vor allem für Mädchen.